herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung, der 11. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Und wir wollen uns heute mal anhören, was es mit dem auditorischen System so auf sich hat. Das heißt, wie in den anderen motorischen und sensorischen Systemen, schauen wir uns erstmal an, wie sind denn eigentlich unsere Sinnesorgane aufgebaut? Womit nehmen wir also eigentlich diese Reize wahr, die wir als Gehör klassifizieren. Dann schauen wir uns an, wie sehen die Signalbahnen aus, also was sind die neuronalen Pfade, mit denen wir diese Signale an unser zentrales Nervensystem hin transportieren. Und dann schauen wir uns auch noch als letztes an, wie ist denn auditorische Information auf neokortikaler Ebene, also in unserem Großhirn, in den Temporallappen organisiert. Bevor wir damit aber loslegen, habe ich Ihnen mal wieder was mitgebracht. Und zwar werde ich Ihnen gleich ein Soundbit vorspielen. Und Sie können dann wieder auf Menti abstimmen, was Sie denn da gerade gehört haben. Ich bin mal gespannt, ob das genauso eindeutig ist, wie das Bild mit dem blauen und roten Punkt oder mit dem schwarz-gelben oder blau-schwarzen, weiß-goldenen oder blau-schwarzen Kleid in der letzten Sitzung. Also, haben Sie alle den QR-Code gefunden? Wunderbar, dann spiele ich mal eben hier den Sound ab und Sie sagen auf Menti, was Sie da gerade gehört haben. Achtung, ich mache nochmal. Also, was würden Sie sagen? Welcher Name war es? Janni oder Laurel? Okay, diese Abbildung schaut ja ganz grauselig aus. Aber die eine Variante war Janni, die andere Variante war Laurel. Was würden Sie sagen? Das ist spannend. 15 von Ihnen sagen Janni, 3 von Ihnen sagen Laurel. Ganz ähnliche Geschichte, wie wir es letzte Woche hatten mit unserem weiß-golden oder schwarz-blauen Kleid. Ich mache das jetzt schon zum 7. Mal, glaube ich, und ich höre immer nur Laurel. Ich weiß nicht, wer bei diesem Sound Janni hört, aber wir werden hoffentlich im Laufe der heutigen Sitzung rausbekommen, woran das vielleicht liegen kann, dass wir, also ich hier vorne und Sie da hinten im Saal, diesen Soundbit ganz leicht unterschiedlich wahrnehmen. Bevor wir aber uns jetzt gleich dem auditorischen System zuwenden, müssen wir uns erstmal anschauen, was ist denn eigentlich dieses komische physikalische Substrat der auditorischen Wahrnehmung. Wenn wir uns mit dem auditorischen System beschäftigen, dann müssen wir uns nochmal, genau wie wir es letzte Woche anschauen, so ein paar physikalische Grundlagen anschauen. Genau wie letzte Woche, da hatten wir auch schon die Welle kennengelernt, da hatten wir diesen Teilchen-Wellendualismus des Lichtes kennengelernt. Das Ganze ist im auditorischen System ein bisschen einfacher. Da haben wir es nämlich nur mit Wellen zu tun. Wenn wir uns Wellen anschauen, dann können wir uns eben die Stärke der Welle anschauen, das ist die Amplitude. Die wird in der Regel angegeben in einem relativen Maß, zum Beispiel Dezibel oder Bel. Das ist ein relatives Maß der Stärke, der Höhe einer Amplitude relativ zu einem Referenzsignal. Wir können uns außerdem anschauen, eben wie viele Schwingungen pro Sekunde kommen denn vorbei. Das wäre die Periode, die wird in der Regel angegeben in Hertz. Hertz für diejenigen, die im Physikunterricht nicht aufgepasst haben. Das ist die Anzahl von Schwingungen pro Sekunde. Also 10 Hertz würde bedeuten 10 Schwingungen pro Sekunde. Und wir können uns anschauen, die Phase. Die Phase beschreibt, an welchem Punkt einer Welle befinden wir uns gerade. Und diese drei Konstrukte, Amplitude, also die Höhe, die Stärke einer Schwingung, Periode, wie viele Schwingungen pro Zeiteinheit und Phase, an welchem Punkt einer Schwingung bin ich gerade, die werden uns heute in der heutigen Sitzung begleiten und die müssen wir uns anschauen, wenn wir uns mit dem auditorischen System beschäftigen. Denn in unserem auditorischen System, das, was wir als Schall, als auditorisches Signal wahrnehmen, das ist im Grunde eine Kompression der Luft. Also wenn ich hier spreche, dann komprimiert die Luft, die aus meinen Lungen entweicht und an meinen Stimmbändern vorbeischwingt, die komprimiert die Luft, die drückt die Luft also zusammen.
Und diese komprimierte Luft, diese Wellen in der komprimierten Luft, die kommen bei Ihnen an Ihrem Ohr an und können von Ihnen detektiert werden. Das heißt, was Sie gerade hören, was Sie gerade wahrnehmen, sind ganz, ganz leichte Veränderungen im Druck in dem uns umgebenden Luft in dem Fall. Das kann auch was anderes sein, kann auch Wasser sein, je nachdem, wo Sie Ihren Kopf gerade reinstecken. Das Ihnen umgebende Medium, das verändert den Druck und diesen Druck können Sie über Ihr Gehör wahrnehmen. Dabei können wir unterschiedliche Frequenzen wahrnehmen. Wir haben es letzte Woche schon kennengelernt mit dem Licht. Da hatten wir Wellenlängen im Nanometerbereich. Jetzt haben wir auch wieder Wellen, aber wir definieren die Einheit ein bisschen anders. Wir sprechen jetzt also von Wellen pro Sekunde, also von Hertz. Und den Bereich, den Sie wahrnehmen können, der ist etwa so von 20 bis 20.000 Hertz. 20 bis 20.000 Hertz, um das mal so als ganz grob darzustellen. Wir haben schon mal so den unteren Bereich, haben wir schon mal kennengelernt, als wir uns mit dem somatosensorischen System beschäftigt haben. Da hatten wir gelernt, dass wir Vibrationen über unsere Hautsinne wahrnehmen können, so bis zum Bereich von 100, 600 Hertz. Das waren so die oberen Vibrationen, die wir über unsere taktilen Rezeptoren in der Haut wahrnehmen können. Also quasi der Bereich dieser ganz tiefen Frequenzen, die wir sowohl spüren als auch hören können. Und der obere Bereich, 20.000 Hertz, also die Oberkante von Tönen, die Sie hören können, der ist so ein bisschen altersabhängig, der wird bei Ihnen weiter oben sein als bei mir. Der ist quasi ein ganz, ganz hohes, ganz, ganz hohe Töne, die maximale Frequenz, die Sie da wahrnehmen können. So, klassische Töne, die Sie wahrscheinlich kennen, sind zum Beispiel Kammertöne. Also unser Ton A, ich hoffe, Sie hören ihn jetzt. Sie hören ihn nicht. So, das ist ein A, 440 Hertz, also 440 Schwingungen pro Sekunde. Das ist so ein reiner Ton, den wir ganz klar und eindeutig hören können. Wenn wir jetzt mehrere von diesen reinen Tönen zusammensetzen, kommen wir beim Klang an. Das heißt, wir haben mehrere Schwingungen, die harmonisch miteinander schwingen. Also wenn wir beispielsweise an sowas wie einen Dreiklang denken, das heißt, wir können mehrere Töne zusammenspielen. Wir können zum Beispiel sowas wie einen C-Dur-Akkord spielen. Packen also drei Töne zusammen. Diese drei Töne können irgendwie harmonisch miteinander zusammenklingen. Wir haben dann quasi einen Frequenzanteil, der harmonisch miteinander klingt, da kommen wir dann vom einzelnen Ton über den Klang hin zu einem komplexen Geräusch. Und sobald wir den Frequenzzusammenhang zwischen einzelnen Tönen auflösen, dann sind wir bei im Grunde Lärm. Das ist quasi dann kein zusammenhängendes Geräusch mehr, sondern da verschieben wir die einzelnen Phasen gegeneinander. Da kommen wir also vom reinen Klang hin zum Geräusch. Ob das Ganze für Sie angenehm klingt oder nicht, hat erstmal nichts mit den Eigenschaften des Geräusches zu tun, sondern ist erstmal eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und diese subjektive Wahrnehmung, die ist ganz zentral, wenn wir unterschiedliche Töne beschreiben wollen. Denn das, was wir als Lautstärke wahrnehmen, ist eine sehr, sehr subjektive Eigenschaft. Es gibt also quasi kein wirklich schönes objektives Maß dafür, wie laut ein ganz bestimmter Klang ist. Ich kann Sie zwar fragen, wie laut empfinden Sie einen ganz bestimmten Klang, und ich kann auch messen, wie stark ist das Objekt oder wie stark drehe ich zum Beispiel hier den Lautstärkeregler meiner Gitarre hoch. Ich kann ihn also aufdrehen. Damit mache ich das Signal zwar lauter, ich erhöhe also den sogenannten Schalldruckpegel, aber wie dieses Geräusch bei Ihnen ankommt, ist eine rein subjektive Eigenschaft. Wir haben also eine subjektive Interpretation eines objektiven Signals, nämlich der objektiven Amplitude des Schalldruckpegels. Und diesen Schalldruckpegel, den können Sie interpretieren. Und da haben wir zwei Maße dafür. Einmal den Lautstärkepegel, also wie laut nehmen Sie eine ganz bestimmte Amplitude einer ganz bestimmten Frequenz wahr. Und damit ein verwandtes Maß, die Lautheit, also wie laut ist ein ganz bestimmter Klang. Was Sie hier auf der Abbildung sehen, in diesen roten Kurven, beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Schalldruckpegel auf der Y-Achse und der Frequenz
auf der x-Achse. Das heißt, obwohl wir einen gleichen Schalldruckpegel haben, also die gleiche Amplitude eines Signals, werden sie diese gleiche Amplitude eines Signals bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich laut wahrnehmen. Also beispielsweise nehmen Sie sehr tiefe Frequenzen, sehr laut wahr, und genauso nehmen Sie sehr hohe Frequenzen laut wahr, sehr laut wahr. Das heißt, wenn Sie also einen Wecker designen, wenn Sie eines Tages mal sich denken, okay, ich möchte einen neuen Wecker bauen oder ein Alarmsignal bauen, dann sollten Sie möglichst hohe Frequenzen wählen, denn diese hohen Frequenzen werden bei einer geringen Amplitude als sehr, sehr laut wahrgenommen. Das heißt, fassen wir das Ganze nochmal ganz kurz zusammen. Das, was wir als Geräusch oder als Klang oder als auditorisches Signal wahrnehmen, das sind Druckveränderungen in der uns umgebenden Luft. Und diese Druckveränderungen, die nehmen wir in einem ganz bestimmten Frequenzbereich zwischen etwa 20 bis 20.000 Hertz als wahrnehmbaren Klang auf. Und diesen Wahrnehmung und diese Druckveränderung, die wir als Klang wahrnehmen, die müssen erstmal unser Ohr passieren. Das heißt, unser Ohr, das, was wir so klassischerweise als Ohr kennen, das ist unsere Ohrmuschel, und die hat einfach nicht nur, ist nicht nur da, um unsere Brillen im Gesicht zu halten, sondern die ist also vor allem auch dazu da, die Schallwellen, die auf uns eintreffen, zu bündeln und in eine ganz bestimmte Richtung zu bewegen. Das heißt, dieses Ohr, das hat eine ganz bestimmte Windung, eine ganz bestimmte Form, und diese Form ist dazu da, dass die Schallwellen in den Gehörgang gebündelt werden. Diese Form unseres Ohres, die führt auch dazu, dass Klänge aus unterschiedlichen Raumrichtungen unterschiedlich klingen. Das können Sie bei sich selber mal ausprobieren. Wenn Sie beispielsweise einfach mal die Handflächen vor Ihr Ohr davor halten, dann merken Sie, das Ganze klingt auf einmal anders. Das, was ich hier gerade spreche, meine Sprache klingt auf einmal zum Beispiel dumpfer. Die klingt also verändert, weil wir verändern damit durch dieses physische Objekt vor Ihrem Gehörgang, verändern wir den Weg, den diese Schallwellen an Ihr Ohr herannehmen. Und das ist nicht nur ein lustiger Effekt, sondern das ist ganz wichtig, um eben uns im Raum zu orientieren. Da kommen wir am Ende dann dazu. Der nächste Schritt nach unseren Ohrmuscheln ist dann der Gehörgang. Und der Gehörgang hat nicht nur die Aufgabe, den Schall weiterzuleiten, sondern der verstärkt auch ganz bestimmte Frequenzen. Dieser Gehörgang, der ist so ausgelegt, dass er Frequenzen im Bereich von 2000 bis 4000 Hertz, 2000 bis 4000 Schwingungen pro Sekunde verstärkt und andere Frequenzen abdämpft. Jetzt können Sie sich überlegen, warum 2000 bis 4000 Hertz, hat das irgendeinen funktionalen Grund? Das ist der Frequenzbereich 2000 bis 4000 Hertz, in dem wir normalerweise unsere Laute von uns geben, also unsere Sprachlaute. Das ist, unsere Sprache bewegt sich ganz grob in dem Frequenzbereich von etwa 1000 bis 8000 Hertz. Und dieser mittlere Frequenzbereich, der für uns also sehr relevant ist, der wird hier in diesem Gehörgang verstärkt. Jetzt natürlich die große Frage, hat unser Gehörgang deswegen die Länge, weil unsere Sprache diese Frequenz hat, oder hat unsere Sprache sich auf diesen Frequenzgang angepasst, weil der Gehörgang gerade ist? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber das Ganze passt ganz gut aufeinander. Jetzt haben wir also unsere Schallwellen über unsere Ohrmuscheln in den Gehörgang gebündelt, und jetzt treffen diese Schallwellen, diese Druckveränderungen auf unser Trommelfell. Dieses Trommelfell, das ist so eine Membran am Übergang zwischen dem äußeren Ohr und dem Mittelohr, und dieses Trommelfell überträgt diese Schwingungen der Luft, also die Druckveränderungen der Luft, in eine mechanische Veränderung, ein mechanisches Signal. Wir haben hinter dem Trommelfell in der Paukenhöhle unsere drei Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Die liegen in der Paukenhöhle, sind in der Paukenhöhle durch Muskeln gehalten und die übertragen jetzt diese Schwingung des Trommelfells an das Innenohr weiter. Diese Paukenhöhle,
die ist verbunden mit ihrem Rachenraum. Das wissen Sie alle selber von sich. Wenn Sie nämlich gerade mal schlucken, dann klackt das so ein bisschen. Dieses Klacken, das ist das Verschließen der Eustachieröhre. Oder wenn Sie jetzt beispielsweise mal in die Ostsee zum Tauchen gehen, dann müssen Sie ab und zu den Druck ausgleichen. Das machen Sie eben über diese Eustachieröhre. Die ist also dazu da, dass wir in unserem Mittelohr einen einigermaßen ausgeglichenen Druck haben. Das hier also Hammer, Amboss und Steigbügel diese mechanische Schwingung weitergeben können. Ich hatte es schon erwähnt, Hammer, Amboss und Steigbügel, die sind an Muskeln aufgehängt. Und diese Muskeln, die haben eine ganz wichtige Funktion, die verändern nämlich, wie stark und wie gut diese drei Knöchelchen den Schall von unserem Trommelfell weitergeben. Die sind also vor allem dazu da, um unser sehr empfindliches Innenohr vor zu lauten Geräuschen zu schützen. Wir haben genau wie in allen anderen sensorischen Systemen auch hier Reflexe. Und gibt dann eben hier eine reflexartige Veränderung der Muskelspannung an diesen Knöchelchen, um eben beispielsweise auf einen Knall hin die Schallübertragung an unser Innenohr zu reduzieren. Und jetzt sind wir dann auch schon beim wichtigsten Teil dieses ganzen Ohres, nämlich bei unserem Innenohr angekommen. Und dieses Innenohr, das ist ein relativ komplexer Zusammenschluss mehrerer Organe. Wir haben nämlich in diesem Innenohr das sogenannte Labyrinth. Und dieses Labyrinth ist eine Ansammlung von flüssigkeitsgefüllten Gängen. In diesen Gängen des Labyrinths haben wir eine Flüssigkeit, die Endolymphe. Und diese Endolymphe, die gibt dann die mechanischen Veränderungen an die Nervenzellen weiter. In diesem Labyrinth haben wir ganz grob drei Organe. Das eine finden wir in der Cochlea. Cochlea ist diese schneckenförmig aufgewundene Spirale, die relevant ist für unser Hören. Hier haben wir eine Flüssigkeit drin, eben die Endolymphe. Und wenn wir jetzt Schallwellen auf unser Trommelfell treffen, diese mechanische Veränderung des Trommelfells dann an die Gehörknöchelchen weitergegeben werden, dann drücken diese Gehörknöchelchen auf das sogenannte ovale Fenster und übertragen da dann wiederum die mechanischen Veränderungen auf diese Flüssigkeit in der Cochlea und aktivieren damit unser sogenanntes Corti-Organ, auf dem die Nervenzellen unseres auditorischen Systems sitzen. Ganz ähnlich funktioniert es in den zwei anderen sensorischen Systemen hier im Labyrinth, nämlich den zwei Rezeptoren des Vestibularorgans. Das Vestibularorgan, das ist relevant für unser Gleichgewicht. Auch da haben wir eine Flüssigkeit, diese Flüssigkeit, die in den sogenannten Bogengängen zirkuliert. Und auch in diesen Bogengängen haben wir Sinneszellen, die sind genauso aufgebaut wie die Sinneszellen in der Cochlea, das sind sogenannte H-Sinneszellen, kommen wir gleich dazu, die diese Veränderung in der Flüssigkeit wahrnehmen. Und als zweites haben wir hier in dem Vestibularorgan das sogenannte Otolith, die Otoliten, vom Aufbau her, kommen wir gleich dazu, im Grunde auch wieder H-Sinneszellen, die relevant sind, nicht für die Drehung des Kopfes, sondern für Neigung des Kopfes. Also auch hier werden dann wiederum mechanische Veränderungen an dieser Flüssigkeit, an dieser Endolymphe auf diese H-Sinneszellen übertragen. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Inhalt kommen, zum auditorischen System, machen wir kurz den Exkurs eben zu diesem Vestibularorgan. Das erste hatte ich schon gesagt, die Otoliten am sogenannten Makula-Organ. Dieses Makula-Organ, das sitzt, wenn Sie sich die hier einmal die. Sehen Sie meinen Mauszeiger? Okay, das ist aber sehr, sehr wenig kontrastreich leider. Sie sehen hier, ich hoffe, Sie können es sehen, hier unsere drei Bogengänge und hier an dem Zusammenfluss dieser drei Bogengänge. Da sitzt das Makula-Organ. Das sind im Grunde H-Sinneszellen, die von einer galertartigen Masse bedeckt sind. Und oben auf dieser galertartigen Masse, obendrauf, liegen Calciumkristalle. Die sind relativ schwer
Und die führen dann dazu, dass je nachdem, wo sie ihren Kopf hinneigen, ob sie nach vorne oder nach hinten neigen, führen die dann dazu, dass sie diese gelenkartige Masse nach hinten oder nach vorne bewegen. Und diese Bewegung nach vorne und nach hinten, die aktiviert dann mechanosensible Ionenrezeptoren an den Haarsinneszellen. Sie können damit dann diese Kippung ihres Kopfes wahrnehmen. Über das gleiche Organ nehmen sie auch Beschleunigungen wahr. Also wenn sie jetzt ganz schnell aus dem Saal rennen, dann beschleunigen sie und diese Beschleunigung führt eben genauso wie ein Kippen des Kopfes dazu, dass sie diese Haarsinneszellen aktivieren. Das zweite Organ hier sind die Haarsinneszellen in den Bogengängen. Auch wieder hier sitzen quasi auch wieder an der Kreuzung der Bogengänge Haarsinneszellen, die auf eine Veränderung der Flüssigkeit in den Bogengängen reagieren. Das heißt, diese Flüssigkeit, die hat eine relativ starke Trägheit und wenn Sie jetzt Ihren Kopf bewegen, dann bleibt die Flüssigkeit in den Bogengängen erstmal stehen und wir haben dann eine relative Veränderung zwischen Ihrem Labyrinth und der Flüssigkeit und das führt zu einer Auslenkung der Haarsinneszellen, die Sie dann als Drehbewegung Ihres Kopfes wahrnehmen können. Auch hier wiederum, Haarsinneszellen funktionieren im Grunde genauso wie die auditorischen Haarsinneszellen, die wir gleich kennenlernen werden. Auch hier wieder mechanosensible Ionenkanäle, die auf eine mechanische Veränderung aufgehen und damit dann ein Signal übertragen. Kommen wir jetzt aber zum Hören. Was Sie hier sehen, ist eine eingefärbte Aufnahme der Nervenzellen an unserer Cochlea. Cochlea hatte ich schon kurz erwähnt, das ist eine knöcherne, schneckenförmige Struktur in unserem Innenohr. Das heißt, wir haben da so eine aufgedrehte Spirale, wenn man die auseinander rollt, ist die etwa 3,3 cm lang oder 33 mm lang, also gar nicht so lange. Und in dieser Cochlea drin haben wir die Hörsinneszellen, die für unser Hören relevant ist. Schallwellen, die durch unser Ohr in den Gehörgang gebündelt werden, dann das Trommelfell bewegen, dann die Vibrationen an die Gehörknöchelchen übertragen, werden dann über das ovale Fenster auf die Endolymphe, also auf die Flüssigkeit im Inneren der Cochlea übertragen. Das heißt, wir können Sie sich ein bisschen vorstellen wie so ein Schlauch. In diesem Schlauch ist eine Flüssigkeit drin. Wir drücken vorne auf diese Flüssigkeit drauf. Das heißt, die Flüssigkeit bewegt sich einmal durch den Schlauch durch. Und dann werden die Druckveränderungen werden dann über das runde Fenster wieder in die Paukenhöhle abgegeben. Die Flüssigkeit bleibt in der Cochlea drin. Es wird nur die Druckveränderung werden hier übertragen. In dieser Cochlea selbst haben wir drei unterschiedliche Bereiche, drei Gänge, die durch unterschiedliche Membranen abgetrennt werden. Und die Membran, die wir uns merken sollten, die ganz wichtig für uns ist, es ist die sogenannte Basilarmembran. Und auf dieser Basilarmembran sitzt ein Organ, das sogenannte Corti-Organ. Und in diesem Corti-Organ sitzen die Sinneszellen, mit denen wir diese Veränderungen, diese mechanischen Veränderungen wahrnehmen. Das heißt, wenn ein Schall, wenn eine Schallwelle auf unser Gehör trifft, wird durch diese ganze mechanische Übertragung und diese Flüssigkeit diese Basilarmembran ausgelenkt. Die wird also nach unten oder nach oben gedrückt. Und durch dieses unten nach oben Drücken der Basilarmembran werden wir dann Dinge hören. Dieses Corti-Organ sitzt auf der Oberfläche dieser Basilarmembran. Die Basilarmembran, die trennt die Scala media und die Scala tympani. Wir haben also diese drei Gänge hier drin. Im oberen haben wir noch die Scala vestibuli drin, die ist es aber erstmal nicht so wichtig. Und wenn jetzt also hier wir eine Veränderung in dieser Flüssigkeit haben, verändert sich also auch die Lage dieser Basilarmembran. Und auf dieser Basilarmembran haben wir in diesem Corti-Organ mehrere Reihen von Haarsinneszellen. Sind also quasi entlang dieser ganzen 3,3 cm der Basilarmembran haben wir nebeneinander liegen ganz, ganz viele Haarsinneszellen. Und auf diesen Haarsinneszellen finden sich mechanosensible Ionenkanäle, das sind also mechanosensible Rezeptoren, das heißt, die nehmen diese mechanischen Veränderungen wahr und geben
basierend auf diesen mechanischen Veränderungen, dann generieren die ein Rezeptorpotenzial und schütten Neurotransmitter an eine Nervenzelle weiter. Das heißt, das sind sekundäre Sinneszellen. Diese H-Sinneszellen, die sind bedeckt von wiederum einer Gallertartigen Membran. Gallertartige Membranen haben wir gerade schon kennengelernt im Makulaorgan. Ganz ähnlich haben wir es hier in der sogenannten Tektorialmembran. Auch hier wieder so eine gallertartige Masse. Und da stecken einige von diesen H-Sinneszellen drin. Schauen wir uns das Corti-Organ mal genauer an. Hier also mal ein Querschnitt durch das Corti-Organ. Sie können sich jetzt also vorstellen, Sie schauen von vorne in diesen Schlauch der Cochlea rein und schneiden dann quasi einmal so durch, quasi wie wenn Sie so einen Schlauch eben einfach aufschneiden würden. Und dann sehen Sie auf diesem Corti-Organ mehrere Reihen von H-Sinneszellen. Da unterscheiden wir die inneren H-Sinneszellen und die äußeren H-Sinneszellen. Für Ihr Gehör, ganz relevant und wichtig, sind die inneren H-Sinneszellen. Die inneren H-Sinneszellen, das ist eine Reihe von nebeneinander liegenden H-Sinneszellen. Da haben wir etwa so 3.000 bis 4.500 H-Sinneszellen, je nachdem wie alt sie sind. Wenn sie jung sind, haben sie mehr, wenn sie alt sind, haben sie weniger davon. Und diese inneren H-Sinneszellen, die enden eben gerade nicht in der Tektorialmembran, sondern so ganz knapp drunter. Das heißt, an diesen H-Sinneszellen nehmen wir vor allem Bewegungen in der Endolymphe, also in der Flüssigkeit wahr. Neben den inneren H-Sinneszellen haben wir noch 3 Reihen äußere H-Sinneszellen. Diese äußeren H-Sinneszellen, das sind deutlich mehr, so im Bereich von 12.000 bis 20.000. Und diese Enden der äußeren H-Sinneszellen, da sind so Härchen dran, die enden eben in der Tektorialmembran und nehmen Veränderungen, eben diese, vor allem diese Bewegungen relativ der Basilarmembran zur Tektorialmembran wahr. Diese äußeren H-Sinneszellen, die haben ein paar ganz interessante Eigenschaften, nämlich sind die nicht nur passive Rezeptoren, sondern die sind auch aktive Verstärker. Das heißt, diese äußeren H-Sinneszellen, die können wir zusammenziehen und ausdehnen wieder. Das heißt, wir können durch diese Bewegung der äußeren H-Sinneszellen die Schwingungseigenschaften der Basilarmembran verändern. Genau wie wir es schon kennengelernt haben mit der Muskulatur an den Gehörknöchelchen in der Paukenhöhle, hat diese Veränderung der Länge der äußeren H-Sinneszellen ganz wichtige Eigenschaften auf unsere, oder ganz wichtige Auswirkungen auf unser Gehör. Mit diesen Längenveränderungen können wir eben beispielsweise reflexhaft auf starke Reize reagieren, können damit unser Gehör also vor zu starken Reizen schützen oder können bei sehr leisen Geräuschen auch die Empfindlichkeit erhöhen, können also sehr dynamisch unser Gehör an die aktuelle Situation anpassen. Diese Längenveränderung der äußeren H-Sinneszellen, die ist so stark, dass Sie die sogar hören können. Also jetzt nicht gerade Sie aktiv, sondern wir können sehr, sehr feine Mikrofone in Ihr Ohr reinstecken. Also nicht nur einen, wir können ja nicht nur einen Kopfhörer reinstecken, sondern können auch sehr, sehr feine Mikrofone in Ihren Gehörgang reinstecken. Und mit diesen feinen Mikrofonen können wir die Vibration, also diese Veränderung der Basilarmembran messen. Damit können wir dann beispielsweise messen und aufnehmen, wo Sie gerade Ihre Aufmerksamkeit hinrichten. Wenn Sie also Ihre Aufmerksamkeit, Ihre auditorische Aufmerksamkeit nach rechts oder nach links richten, also wenn Sie jetzt beispielsweise Ihrer Nebensitzerin oder Ihrem Nebensitzer zuhören wollen, anstatt mir, dann können Sie Ihre Aufmerksamkeit eben nach rechts oder nach links richten. Das heißt, da können wir dann die Empfindlichkeit unserer Cochlea ganz leicht nach oben oder nach unten modulieren, um damit eben besser in eine ganz bestimmte Richtung zu hören. Schauen wir uns aber jetzt erstmal an, wie diese H-Sinneszellen denn eigentlich funktionieren. Diese H-Sinneszellen, ich hatte es schon erwähnt, das sind sekundäre Sinneszellen, das heißt, die haben selbst kein Axon, sondern die schütten Neurotransmitter aus. An diesen H-Sinneszellen haben wir oben, wie der Name schon sagt,
kleine Härchen. Da haben wir so circa 80 sogenannte Stereozilien oben an der Oberfläche der Haarsinneszellen. Diese Stereozilien, die sind schön nach Größe geordnet und die Spitzen von den Haarsinneszellen sind durch kleine Proteinfäden miteinander verbunden und diese Proteinfäden, die heißen Tip-Links, weil sie die Spitzen miteinander verbinden. Diese Tip-Links verbinden also die Spitzen der einzelnen Haarsinneszellen miteinander und jetzt können Sie sich ein bisschen vorstellen, wir haben diese der Größe nach geordneten Stereozilien und wenn ich jetzt an diesen Stereozilien ziehe, die sie also bewege, dann ziehen die Tip-Links an mechanosensiblen Ionenkanälen. Wir haben also an der Spitze der Tip-Links mechanosensible Ionenkanäle, an der Spitze der Stereozilien mechanosensible Ionenkanäle und wenn ich an den Tip-Links ziehe, dann gehen die auf und Ionen können hier wandern. Das Wichtige dabei ist, dass ich diese Stereozilien in beide Richtungen bewegen kann. Ich kann damit also meine Ionenkanäle sehr dynamisch öffnen oder schließen und sehr, sehr kleine Signalveränderungen hier in ein Generatorpotential übersetzen. Schauen wir uns das Ganze also mal genauer an. Wie gesagt, wir haben unsere Cochlea, diesen 3,3 cm langen flüssigkeitsgefüllten Schlauch und in dieser Cochlea befindet sich die Basilarmembran, die quasi uns diesen Schlauch einmal in der Mitte trennt. Wenn jetzt hier ein Schallereignis auf unser Ohr trifft, führt das zu einer Druckveränderung. Das heißt, ich gebe einen Druck in die Flüssigkeit rein und dieser Druck führt dazu, dass unsere Basilarmembran sich nach unten ausgelenkt wird. Wir haben eine Welle, wenn quasi die Spitze der Welle vorbei ist, kommt es zu einer Verdünnung, also zu einer Reduktion des Druckes und dann bewegt sich die Basilarmembran wieder nach oben. Das heißt, wir übertragen diese Wellenform des Schalls in eine Auf- und Abbewegung unserer Basilarmembran. Und jede Auf- und Abbewegung unserer Basilarmembran führt jetzt dazu, dass wir an diesen Tip-Links ziehen, also dass wir diese Stereozilien in unterschiedliche Richtungen auslenken. Und jede Auslenkung von diesen Stereozilien führt zu einer Veränderung der Öffnung an diesen mechanosensiblen Ionenkanälen. Und damit kann ich dann eben diese rhythmische Veränderung der Luft, also diese rhythmische Veränderung der Druckverhältnisse der Luft, über eine rhythmische Veränderung der Basilarmembran, über eine rhythmische Veränderung der Stereozilien in eine rhythmische Veränderung des Generatorpotentials an den Haarsinneszellen übersetzen. Das heißt, wir schauen uns hier nochmal genauer an. In der mikroskopischen Aufnahme schauen wir von oben auf diese Stereozilien drauf. Sie sehen es, ganz organisierte, ganz schön geordnete Struktur von diesen Stereozilien und in der Aufnahme daneben schauen wir von der Seite drauf und da sehen Sie diese Tip-Links, also diese feinen Proteinfäden, die hier an den mechanosensiblen Ionenkanälen dranhängen. Und jetzt nehmen wir unsere Haarsinneszelle und bewegen diese Stereozilien ganz leicht von links nach rechts. Also eine sehr, sehr geringe Veränderung, Sie sehen es hier in der Abbildung, im Bereich von Nanometern. Ne? Also minus 200 bis plus 200 Nanometer. Also extrem kleine räumliche Veränderungen, die hier wahrgenommen werden. Und diese Veränderung nach links oder nach rechts führt dann zu dem Öffnen oder Schließen der Ionenkanäle an unserer Haarsinneszelle. Und wenn wir jetzt das Membranpotential an der Haarsinneszelle messen, dann sehen wir, dass eben je nachdem, wo wir unsere Stereozilien hinbewegen, es zu einer Hyperpolarisation oder einer Depolarisation führt. Wir haben also eine rhythmische Veränderung des Membranpotentials an unserer Haarsinneszelle. Je nachdem, wo ich die Stereozilien also hinbewege, mache ich die Ionenkanäle also entweder zu oder ich mache sie auf. Das heißt, wir haben an diesen Haarsinneszellen kein absolutes Signal, es geht also nicht an oder aus, sondern wir haben hier immer eine relative Veränderung des Generatorpotentials. Was Sie da im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass das dazu führt, dass unsere Haarsinneszellen ständig Neurotransmitter ausschütten. Wir haben also ein ständiges Ausschütten von Neurotransmittern aus
den H-Sinneszellen. Und das Einzige, was wir verändern, ist, wie viel von den Neurotransmittern schütten wir aus. Die Neurotransmittermenge hängt also davon ab, ob ich meine H-Sinneszelle depolarisiere oder hyperpolarisiere. In Abhängigkeit des Ionenflusses an der H-Sinneszelle können sich dann eben, ich hatte es schon erwähnt, diese äußeren H-Sinneszellen zusammenziehen. Also wenn hier viel Kalium einströmt, also wir haben also mechanosensible Ionenkanäle, durch die, wenn die aufgeht, fließt hier Kalium ein. Wenn hier viel Kalium einströmt, dann ziehen sich diese mechanosensiblen Ionenkanäle zusammen und reduzieren damit die Schallübertragung. Das heißt, die schützen damit vor zu lauten Geräuschen. Wenn hier wenig Kalium einströmt, dann werden die länger und verstärken die Schallübertragung. Wir haben also ein sehr dynamisches Anpassen der Eigenschaft, der Schwingungseigenschaften unserer Basilarmembran durch diese Längenveränderung an den H-Sinneszellen. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Zusammenfassung an. Wir haben also rhythmische Veränderungen des Drucks uns umgebenden Medium. Also in der Luft verändert sich der Druck von Kompression zu Dekompression, von Kompression zu Verdünnung. Diese Schallwellen, die werden durch unser Ohr, durch unsere Ohrmuschel in den Gehörgang gelenkt und werden dann über unser Trommelfell und unsere Gehörknöchelchen dann an die Flüssigkeit in unserer Cochlea übertragen. Damit haben wir eine Druckveränderung in unserer Cochlea und diese Druckveränderung in der Cochlea führt dazu, dass sich die Basilarmembran nach oben und nach unten auslenkt, was dann dazu führt, dass die Stereozilien entweder ausgelenkt oder zurückgelenkt werden. Durch diese Bewegung der Stereozilien werden mechanosensible Ionenkanäle aktiviert, dadurch, dass ich an den Tiplings ziehe. Wenn ich an diesen Tiplings ziehe, Sie sehen es hier auf der Abbildung, strömt Kalium in meine H-Sinneszellen ein. Durch dieses Kalium depolarisiert meine H-Sinneszelle. Durch dieses Depolarisieren meiner H-Sinneszelle kann Calcium einströmen. Und dann haben wir dann diesen Prozess, den wir schon von Nervenzellen kennen, nämlich einströmendes Calcium führt zur Aktivierung des Snare-Komplexes, führt zu einem Fusionieren der Vesikel mit der Zellmembran und einem Freisetzen unseres erregenden Neurotransmitters von unserem Glutamat. Das heißt, je nachdem, wie viel Kalium hier einströmt, strömt unterschiedlich viel Calcium ein und dieses einströmende Calcium führt zu einer Transmitterfreisetzung, was dann am nächsten Neuron, dem bipolaren Neuron des sogenannten Spiralganglions, zu einem Aktionspotenzial führt. Gibt es dazu von Ihnen erstmal irgendwelche Fragen? Wissen Sie jetzt also einigermaßen grob, wie wir von der Schallwelle zu einem neuronalen Signal kommen? Ach, okay, danke. Ja. Eine hervorragende Frage, vielen Dank. Die Frage geht danach, wann denn jetzt eigentlich dieses efferente Signal zum Tragen kommt, ob das beispielsweise auch schon einen Erwartungseffekt hat. Ja, das hat auch schon einen Erwartungseffekt. Also, wir haben zum Beispiel, es gibt eben quasi als Reflex, aber wir können es auch durch Aufmerksamkeit steuern und eben Erwartung ist ein Korrelat von Aufmerksamkeit. Wenn Sie also wissen, ne, ich klatsche immer, um die Kamera mit dem Sound zu synchronisieren. Wir wissen also, okay, gleich wird es laut. Diese Erwartung reduziert also auch schon die Eigenschaften die Übertragungseigenschaften in Ihrem auditorischen Signal. Das funktioniert nicht nur auf Ebene der, also wir haben dieses Prinzip quasi auf Ebene der Gehörknöchelchen in der Paukenhöhle, wir haben das Prinzip auf Ebene der Cochlea und wir haben dieses Prinzip auch auf Ebene des Neokortex. Beispielsweise werden von Ihnen selbst generierte Geräusche auch auf Ebene des Neokortex weniger stark verarbeitet. Das heißt, wenn Sie beispielsweise laut Gitarre spielen, dann nehmen Sie dieses von sich erzeugte Geräusch als weniger laut wahr
als jemand, der einfach nur daneben steht, weil quasi diese Vorhersage, diese Erwartung dazu führt, dass sie die auditorische Wahrnehmung schon reduzieren. Diejenigen von Ihnen, die in der Band spielen, wissen das vielleicht, dass der Schlagzeuger immer zu laut ist. Liegt daran, dass der Schlagzeuger das von sich erzeugte Geräusch als leiser wahrnimmt. So, noch eine Frage. Ja, die Frage geht danach, was ist nochmal der Unterschied zwischen Lautheit und dem Lautstärkepegel? Das hatten wir ganz am Anfang hier, wo wir quasi mit Phon und Son arbeiten. Also wir haben quasi den Schalldruckpegel, das ist die physikalische Eigenschaft. Ich messe quasi, wie stark wackelt mein Lautsprecher. Sozusagen. Das ist quasi einfach das kann ich physisch messen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, diese subjektive Wahrnehmung zu definieren, einmal als Lautstärkepegel und einmal als Lautheit. Das kommt Ihnen wahrscheinlich so ein bisschen komisch vor, dass wir da zwei Maße haben, das ist auch ein bisschen komisch, die messen im Grunde beides das Gleiche. Der Phon, der Lautstärkepegel ist quasi eine genormte Wahrnehmung relativ zu einem Referenzton, also quasi den Lautstärkepegel, den Phon, den kann ich noch einigermaßen objektiv messen. Wie das funktioniert ist, ich spiele Ihnen ein 1000 Hertz, also ein Kilohertz Ton vor und dann sagen Sie, okay, dann habe ich jetzt wahrgenommen und dann spiele ich Ihnen irgendeinen anderen Ton vor und Sie müssen sagen, das war jetzt irgendwie 7-mal lauter als der Referenzton. Damit haben wir quasi eine normierte Lautstärke. Wenn ich diese Normierung weglasse und sich einfach nur frage, war das jetzt laut oder leise, dann sind wir bei Lautheit. Also quasi der große Unterschied, beim einen habe ich ein Referenzsignal, beim anderen lasse ich das Referenzsignal einfach vollkommen bleiben und ich frage sie einfach, war das jetzt gerade laut oder nicht? Hat das die Frage geklärt? Okay. Die Frage ist, ob dieser Erwartungseffekt sich auf die Amplitude bezieht oder auf den Klang des Tones. Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Genau. Das Beispiel war, wenn Sie beispielsweise ein Sprachsignal erwarten und das kommt nicht das von Ihnen erwartete Sprachsignal. Das ist ein ganz spannender Forschungsbereich, nämlich gerade unsere Sprachwahrnehmung ist alles andere als perfekt. Ich hatte es schon erwähnt, Sprachwahrnehmung bewegt sich vor allem im Frequenzbereich von etwa 1000 bis 8000 Hertz. Das ist ein sehr, sehr reduzierter Anteil unseres auditorischen Signals. Das heißt, unsere Sprachwahrnehmung hat ganz viel mit Vorhersage zu tun und mit Erwartung zu tun. Das werden Sie bei Frau Nutmann bestimmt noch kennenlernen in Vaku. Es gibt den sogenannten McGurk-Effekt. Der McGurk-Effekt ist eine schöne audiovisuelle Illusion, wo die Mundbewegung, also die Wahrnehmung meiner Mundbewegung, beeinflusst, was Sie gerade hören. Das heißt, ich kann durch Hinweisreize beeinflussen, was Sie gerade hören, also was Sie wirklich als bewusste Wahrnehmung haben. Das Gleiche, da kommen wir am Ende noch so ein bisschen dazu, hat so ein bisschen damit zu tun, was wir mit diesem Yanni und Laurel Beispiel hören. Das ist ein sehr, sehr ungenaues Signal und dieses ungenaue Signal müssen wir irgendwie interpretieren und diese Interpretation kann beeinflussen, was wir wahrnehmen. Also kommen wir am Ende nochmal dazu, können wir am Ende nochmal schauen, ob das Ihre Frage beantwortet hat. So, war jetzt da noch eine Frage? Ja. Ja. Hervorragende Frage, vielen Dank. Die Frage geht danach, was schädigt jetzt eigentlich unser Gehör? Ganz wichtiger Punkt. Und zwar, was unser Gehör schädigt, ist die rein mechanische Verformung der Basilarmembran. Also das hat also nichts mit wahrgenommener Lautheit zu tun, sondern tatsächlich die mechanische Veränderung der Basilarmembran schädigt unsere Haarsinneszellen. Das ist ganz wichtig, denn diese Haarsinneszellen, die werden nicht regeneriert. Wenn die einmal weg sind, dann sind die weg. Das heißt,
das ist der Grund, warum Sie beispielsweise, je älter Sie werden, desto schlechter hören Sie, weil wir einen kumulativen Effekt haben, dass ganz bestimmte Haarsinneszellen, vor allem die im hohen Frequenzbereich, die werden geschädigt und abgebaut, und dann haben Sie da einfach keine Haarsinneszellen mehr, die irgendwas wahrnehmen können. Genauso beispielsweise, ich habe linksseitig einen leichten Hörverlust bei etwa 7000 Hertz, weil ich zu lange zu laut Gitarre gespielt habe. Das führt dazu, dass ich da einfach im Bereich nichts mehr wahrnehme. Das hat nichts mit subjektiver Lautheit zu tun, sondern einfach die reine mechanische Aktivierung der Cochlea kann zu einer Verletzung führen und dann sterben da die Hörsinneszellen ab. Das kann dann auch wieder zu Phantomwahrnehmungen hören. Das hat dann nicht nur kann dann nicht nur zu eben Hörschäden führen, sondern auch zu sowas führen wie Tinnitus. Tinnitus ist so ein Phantomgeräusch, da haben Sie also ständig so ein Klingeln im Ohr, so ein Fiepen im Ohr. Das kann eben durch so eine Verletzung Ihrer Cochlea entstehen. Das heißt, wenn Sie irgendwo auf ein Konzert gehen oder so, achten Sie darauf, dass Sie auf Ihr Ohr aufpassen, also Gehörschutz tragen, um eben Ihre Cochlea vor zu lauten Geräuschen zu schützen. Sonst haben Sie irgendwann einen Hörschaden und wenn es schlimm kommt, sogar Tinnitus. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und schauen uns an, wo waren wir, wie jetzt eigentlich Schallwellen kodiert werden zu einem Geräusch, zu einem Klang. Also, wir haben es gerade schon kennengelernt, in unserer Cochlea, in diesem 3 cm langen Schlauch, haben wir diese Basilarmembran und diese Schwingungen von dieser Basilarmembran werden als Klang von uns wahrgenommen. Was wir dabei beachten müssen, ist, dass diese Basilarmembran nicht überall gleich ist, sondern diese Basilarmembran, die ist unterschiedlich geformt und hat unterschiedliche Schwingungseigenschaften. An der Basis, also quasi da, wo unser ovales Fenster auf die Cochlea trifft, ist diese Basilarmembran sehr, sehr schmal und sehr, sehr steif. Das können Sie sich so ein bisschen vorstellen wie eine sehr kurze Saite auf einem Instrument. Das heißt, da werden vor allem hohe Frequenzen wahrgenommen. Dieser Bereich ist sehr, sehr steif, sehr kurz, sehr, sehr hart. Also der hat eine Resonanzeigenschaft auf sehr, sehr hohe Frequenzen. Auf der anderen Seite, am sogenannten Apex ist der Gipfel der Cochlea, da ist die Basilarmembran sehr breit und relativ flexibel und hat die größte Resonanz auf tiefe Frequenzen. Das heißt, aus dem Aufbau der Basilarmembran ergeben sich unterschiedliche Resonanzeigenschaften. Und die unterschiedlichen Bereiche der Basilarmembran reagieren spezifisch auf ganz bestimmte Frequenzen. Das führt zu einer sogenannten Tonotopie. Topien haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Wir haben die Somatotopie im somatosensorischen System kennengelernt. Wir haben die Retinotopie im visuellen System kennengelernt. Und hier im auditorischen System haben wir die Tonotopie, dass also unser Wahrnehmungsapparat entlang unterschiedlicher Frequenzen, also unterschiedlicher Tonhöhen, organisiert ist. Das heißt, wenn wir uns unsere Cochlea anschauen, dann haben wir bestimmte Bereiche, also unterschiedliche Bereiche von der Cochlea, die ganz besonders auf ganz bestimmte Frequenzen ansprechen. Die an diesem Bereich liegenden Haarsinneszellen, müssen wir vorstellen, wir haben ja auch entlang dieser Basilarmembran unsere Haarsinneszellen liegen und auch diese Haarsinneszellen haben unterschiedliche Resonanz- oder Stimulationseigenschaften. Das heißt, diese Haarsinneszellen reagieren bevorzugt auf eine Aktivierungsfrequenz an dem Bereich, wo sie gerade liegen. Wir haben also eine optimale Reaktion auf einen sehr, sehr eng umgrenzten Frequenzbereich. Sprich, wir können nicht einfach eine Haarsinneszelle von der Spitze der Basilarmembran nehmen und an die Basis verpflanzen. Das funktioniert nicht, weil die haben unterschiedliche Reaktionseigenschaften auf eintreffende Schallwellen. Das heißt, diese Stimulationsfrequenzen für die unterschiedlichen Haarsinneszellen ist auch wiederum tonotop organisiert. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, wie wird jetzt also diese Bewegung an diesen Haarsinneszellen in ein auditorisches, in ein hörbares, in ein subjektiv interpretierbares neuronales Signal übertragen. Wir haben es schon gelernt, diese Schwingung der Basilarmembran führt zu einer
Schwingung oder zu einer Aktivierung der mechanosensiblen Ionenkanäle und die überträgt sich direkt in das Rezeptorpotenzial an unseren Rezeptoren. Das heißt, unterschiedliche Haseneszellen entlang der Basilarmembran werden auf unterschiedliche Frequenzen hin aktiviert. An unseren Haseneszellen haben wir einen sogenannten Dense Body. Dieser Dense Body, das ist eine Ansammlung von Fusionsstellen, an denen dann Vesikel mit dem synaptischen Spalt fusionieren können. Wir haben also diese Haseneszellen, das sind sekundäre Sinneszellen, die unseren erregenden Neurotransmitter Glutamat freisetzen. Und entlang dieses Dense Bodies haben wir sehr, sehr viele Vesikel, die mit unserem Übertragungsstoff Glutamat gefüllt sind. Und auf diese Veränderung des Membranpotenzials hin werden jetzt hier dann eben unterschiedlich viele von diesen Vesikeln fusioniert und damit Glutamat freigesetzt. Das heißt, diese mechanische Veränderung an den Haseneszellen überträgt sich auf die Freisetzungswahrscheinlichkeit, also überträgt sich auf die Polarisierung des Rezeptors, Polarisierung unserer Haseneszellen und damit auf die Freisetzungswahrscheinlichkeit von unserem Glutamat. Und diese Veränderung, diese Veränderung der Freisetzungswahrscheinlichkeit, die detektiert eben sehr, sehr kleine Veränderungen des Membranpotenzials. Das heißt, wir entlassen hier also an unserer Hörsinneszelle Glutamat und dieses Glutamat aktiviert dann unseren Hörnerv. Wir haben also hier Rezeptoren für Glutamat an den afferenten Bahnen, das sind Bipolarzellen, die dann das Signal über den Hörnerv an unser Zentralnervensystem transportieren. Wir haben pro Haseneszelle auch nicht nur ein Axon, sondern wir haben sehr, sehr viele Bindungsstellen zu mehreren parallel liegenden Axonen. Bei den inneren Haseneszellen sind das so etwa 10 Fasern, also so 10 Axone pro Haseneszelle. Das heißt, wir haben bei etwa 15.000 Hörsinneszellen haben wir etwa 30.000 Bipolarzellen, die hier das afferente Signal von der Cochlea aufnehmen. Das sind Bipolarzellen und die Zellkörper, die sitzen im Ganglion cochlearis, cochleare, dem achten Hirnnerv. Ne, haben wir schon kennengelernt, unsere Hirnnerven. Und da haben wir eben den achten, der für das Gehör relevant ist. Diesen achten Hirnnerv, den nennt man auch Spiralganglion, weil er sich quasi entlang der Cochlea so quasi aufdreht. Also wenn Sie mal diesen Begriff Spiralganglion hören, das ist quasi nichts anderes als dieses Ganglion cochlearis, das hier den Hörnerv abgreift. Genauso wie die Haseneszellen sind auch diese Bipolarzellen tonotop organisiert. Wir haben also dieses Prinzip, das wir schon kennengelernt haben, der parallelen Signalverarbeitung, haben wir also hier auch im auditorischen System. Das heißt, wir nehmen unterschiedliche Frequenzen als paralleles Signal wahr und diese unterschiedlichen Frequenzen werden auf unterschiedlichen Bipolarzellen in unser auditorisches System weitergetragen. Diese tonotope Organisation bleibt also bestehen. Neben den hier in der Abbildung rot eingezeichneten Afferenzen haben wir auch die schon erwähnten Efferenzen. Wir können also auch die Aktivität in unserer Cochlea steuern. Und diese Steuerung, die geht vor allem auf die äußeren Haseneszellen, um hier eben die Länge dieser äußeren Haarzellen zu modulieren. Bei den inneren Haseneszellen gehen die Axone vor allem auf die Bindungsstellen, auf die postsynaptische Bindungsstelle zwischen Rezeptor und Bipolarneuron, um hier die synaptische Übertragung zu modulieren. Also diese Efferenzen, die beeinflussen also zum einen die Schwingungseigenschaften unserer Basilarmembran durch die Längenveränderung an den äußeren Haseneszellen, beeinflussen aber auch, wie stark dieses Signal tatsächlich hier weitergeleitet wird. Diese Tatsache, dass unsere Haseneszellen von mehreren Axonen versorgt werden, ist auch die Grundlage, warum wir eigentlich überhaupt höhere Frequenzen wahrnehmen können.
Denn wir haben es jetzt schon gelernt, dass eben sich diese Schwingung, die Schallwellen auf die mechanische Schwingung der Basilarmembran auswirken und diese Basilarmembran dann dazu führt, dass hier entsprechend der Auslenkung der Stereocilien Glutamat freigesetzt wird. Und jetzt können Sie sich vorstellen, okay, wir haben unsere Postsynapse, da kommt unser Glutamat an, müssen wir also diesen ganzen üblichen Kreislauf durchnehmen, den wir schon kennengelernt haben. Wir haben also eine Glutamatbindung, Ionenkanäle gehen auf und damit wird an unseren Bipolarzellen des Hörnervs wird also damit ein Aktionspotenzial ausgelöst. Der oder die aufmerksame Zuhörerin hat vielleicht jetzt gemerkt, Moment mal, aber wir haben doch sowas Blödes wie eine Refraktärzeit. Wir haben also eine maximale Frequenz von Aktionspotenzialen, die wir an diesen Bipolarzellen auslösen können. Also auch wenn wir eine Schwingung von 20.000 Hertz oder 15.000 Hertz an unserer Basilarmembran auf die Rezeptoren übertragen können und die Glutamatausschüttung im Bereich von 15.000 Veränderungen pro Sekunde variiert, können wir an den Zellen unseres Hörnervs nicht 15.000 Aktionspotenziale pro Sekunde auslösen. Geht einfach nicht. Um dieses Problem zu umgehen, hat sich unser auditorisches System eine ganz bestimmte Reizkodierung ausgedacht, nämlich die sogenannte Phasenkopplung eines Signals. Sprich, wenn unsere Haarsinneszellen also mit einer rhythmischen Glutamatausschüttung auf die Frequenz einer Schallwelle reagieren, dann können wir entweder auf jede Freisetzung von dem Glutamat mit einem Aktionspotenzial reagieren. Das geht so bis etwa 1000 Hertz. Drüber müssen wir Frequenzen durch parallel liegende Bipolarzellen kodieren. Das heißt, wir haben dann eine Bipolarzelle, die Frequenzen bis beispielsweise, also die mit 1000 Hertz reagiert und eine daneben liegende, die mit 1000 Hertz reagiert. Und wenn wir die Aktivität an diesen beiden Bipolarzellen zusammennehmen, können wir 2000 Hertz kodieren. Das heißt, wir sehen es so ein bisschen an, wenn wir uns diese Abbildung mal Schritt für Schritt anschauen. Schauen wir uns auf jeden Fall mal diese Schallwelle A an, hier lila eingezeichnet. Schallwelle A, hohe Frequenz, liegt also oberhalb des Bereiches, den eine Bipolarzelle in Aktionspotenziale kodieren kann. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir es hin, dass wir an unserem Hörnerv höhere Frequenzen kodieren, die wir nicht in der Aktivität einzelner Schallwellen kodieren können. Das heißt, wir kriegen es nicht hin, dass Faser A direkt das Signal von Schallwelle A überträgt. Das heißt, wir müssen hier nicht nur Faser A aktivieren, sondern auch Faser B, Faser C, Faser D und Faser E. Sprich, zu unterschiedlichen Phasen unserer Schallwelle werden unterschiedliche parallel liegende Axone, also Nervenfasern, aktiviert. Das heißt, wir haben parallel liegende Nervenfasern, die unterschiedliche Phasen einer Schallwelle kodieren. Und am nächsten nachgeschalteten Neuron haben wir dann einen konvergenten Prozess. Da laufen also Fasern A, B, C, D und E zusammen und wir können wieder dieses Signal summieren und damit auf ein neuronales Signal kodieren. Also ganz wichtig, was Sie hier mitnehmen sollten, ist diese Idee, dass wir tiefe Frequenzen bis etwa 1000 Hertz, da können wir direkt die Schallwelle in die Frequenz von Aktionspotenzialen übertragen. Sobald wir aber an der Schwelle der Refraktärzeit angekommen sind, brauchen wir mehrere parallel liegende Nervenfasern, um diese hohen Frequenzen zu kodieren. Und ganz wichtig dabei ist, dass dieses Signal dann phasengekoppelt ist. Also dass quasi diese Fasern immer zur gleichen Phase einer Schwingung reagieren. Ist damit so einigermaßen klar geworden, wie wir von einem mechanischen Signal zu einem neuronalen Signal kommen? Okay, zumindest beschwert sich niemand. Dann laufen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen uns an, okay, jetzt haben wir ein neuronales Signal. Jetzt müssen wir dieses neuronale Signal ja irgendwie auch noch in unser
Zentralnervensystem reinbekommen. Sprich, wir müssen uns unsere afferenten neuronalen Verbindungen anschauen. Das sieht auf dem Schaubild erstmal kompliziert aus, denn es ist auch kompliziert. Denn unser auditorisches Signal hat die blöde Eigenschaft, dass es unglaublich stark vernetzt zwischen dem linken und dem rechten Ohr. Unser afferentes Signal, das wir über unser Spiralganglion aufnehmen, läuft erstmal in die Medulla oblongata ein. Da sind wir noch auf einer Seite, ne? Medulla oblongata, rechts und links, kriegt Informationen von dem rechten und linken Ohr. Da haben wir die dorsalen und ventralen Nuclei cochlearis. Diese dorsalen und ventralen Nuclei cochlearis, die sind tonotop organisiert. Sprich, unterschiedliche Fasern kommen an unterschiedlichen Bereichen an. Und dann haben wir eine erste Kreuzung des Signals, dass die Nervenzellen von der linken Seite auf Ebene der Medulla oblongata auf die rechte Seite kreuzen, um von da dann weiterzugehen zum Pons. Aber eben nicht alle. Das heißt, wir haben nur eine teilweise Kreuzung dieser Nervenfasern. Auf der nächsten Ebene, auf dem Pons, haben wir dann unsere superioren Olivenkerne, die dann dieses einlaufende Signal aus dem rechten und dem linken Ohr miteinander vergleichen, um sowas wie eine Richtungswahrnehmung bereitzustellen. Auch da haben wir wieder eine teilweise Kreuzung der Bahnen, die dann die Information an die ventralen und dorsalen Lemniskuskerne weitergehen. Lemniskus haben wir schon mal kennengelernt bei der lemniskalen Schleife. Erinnern Sie sich nochmal dran. Ne? Also hier genau der gleiche Bereich, wo wir hier wiederum eine teilweise Kreuzung der Pfade haben. Diese Bahnen laufen dann eines Tages wieder zusammen, nämlich konvergieren diese Bahnen auf Ebene der inferioren Colliculi, um dann an den Thalamus weiterzulaufen. Was Sie sich hier also merken sollten, ist, dass wir im auditorischen Signal eine sehr starke Verschaltung zwischen dem rechten und dem linken Ohr, sowohl auf Ebene der Medulla als auch auf Ebene des Pons haben und dass diese Verschaltung zwischen linken und rechtem Ohr ganz zentral ist, um uns im auditorischen Raum zu orientieren. Efferenz, also die Aktivierung unserer Cochlea, läuft im Grunde über die gleichen Bahnen, haben wir also mehr oder weniger die gleiche Verschaltung mit Zielkernen, also die im Pons entspringen und dann aus dem Neokortex, Thalamus in den Pons ziehen und dann vom Pons in die linken und rechten Ohren ziehen. Schauen wir uns also nochmal an, wie genau eigentlich diese tonotope Organisation hier auf der ersten Verschaltungsebene funktioniert. Da haben wir eben diese ventralen und dorsalen Bereiche und was wir uns da merken müssen, ist, dass wir diese ganze Tonotopie, die wir auf Ebene der Cochlea haben, hier fortsetzen, dass wir quasi entlang unserer Medulla oblongata, entlang der Außenkante unserer Medulla oblongata, also eine tonotope Karte haben, dass tiefe Frequenzen im ventralen Bereich und hohe Frequenzen im dorsalen Bereich repräsentiert sind. Wir haben hier also ganz, ganz viele parallel laufende Fasern und ein Teil dieser parallel laufenden Fasern kreuzt dann eben zwischen linkem und rechtem Ohr, um eben unsere Richtungswahrnehmung im auditorischen System zu ermöglichen. Diese Richtungswahrnehmung im auditorischen System erfolgt dann nicht mehr auf Ebene der Medulla oblongata, sondern auf Ebene des Pons, also eine Verschaltungsstation drüber. Und da haben wir drei Möglichkeiten, wie wir uns im auditorischen Raum zurechtfinden können. Wir können einmal im vertikalen Bereich, so von oben nach unten, das ist der vertikale Bereich, den Ort eines Geräusches wahrnehmen, denn je nachdem, wo ein Geräusch im Ort herkommt, wird das Signal dieses Objektes von unserer Ohrmuschel anders abgelenkt. Das heißt, je nachdem, wo auf der vertikalen Achse das Geräusch herkommt, haben wir eine leichte Veränderung des Signals durch diese komische Form unserer Ohrmuschel.
Das kennen Sie vielleicht alle, wenn Sie beispielsweise eine Mütze tragen, dass wenn Sie eine Mütze tragen oder ein Stirnband, dass sie auf Ihre Ohrmuschel draufdrückt, dass sie dann ihre auditorische Wahrnehmung so ein bisschen anders ist. Dann klingt die Welt so ein bisschen anders. Liegt einfach daran, dass dieser sehr spezielle, sehr genaue Frequenzgang hier verändert wird. Sollten Sie sich also eines Tages mal eine Ohrmuschel abschneiden, weil Sie Maler werden wollen, dann denken Sie dran, das kann Ihre auditorische Richtungswahrnehmung in der vertikalen Achse verändern. Auf horizontaler Ebene sind zwei Prozesse ganz relevant, nämlich einmal die interaural time difference, die interaurale Zeitdifferenz, also die Zeit, die eine Schallwelle braucht, um zuerst an ihrem einen und dann am anderen Ohr anzukommen, und die interaurale Loudness Difference, die ILD, die durch den sogenannten Geräuschschatten Ihres Kopfes hervorgerufen wird. Das heißt, ein Signal, das von rechts kommt, ist an Ihrem rechten Ohr lauter als an Ihrem linken Ohr. Bei tiefen Frequenzen unterhalb von 2000 Hertz, da ist vor allem diese Zeitdifferenz zwischen dem linken und dem rechten Ohr relevant. Bei höheren Frequenzen oberhalb von 2000 Hertz, da ist vor allem dieser Klangschatten relevant für die horizontale Richtungswahrnehmung. Beachten Sie, auf dieser Abbildung ist da rechts, wo Sound Source steht, ist dieses größer und kleiner Zeichen falsch rum. Wer sich also wundert, Moment mal, warum steht da beides mal kleiner als 2000 Hertz? Fehler in der Abbildung. So, Frage. Hervorragende Frage. Die Frage geht danach, wie unterscheiden wir vor und hinter uns? Die Antwort ist, können wir nicht. Es gibt einen sogenannten Cone of Confusion. Werden Sie bei Frau Nutmann noch genauer kennenlernen. Es gibt so quasi, wenn Sie sich nach vorne schauen, haben wir quasi so einen Bereich, so etwa in der Größe, der sogenannten Cone of Confusion, wo wir uns nicht sicher sein können, wo genau der Reiz herkommt, weil diese unterschiedlichen Signale sich aufheben. Und der geht nach vorne und nach hinten. Es gibt dann quasi einen ganz bestimmten Bereich, da sind wir uns nicht so ganz sicher, wo kommt das eigentlich her? Die Sounddesigner unter Ihnen wissen das bestimmt. Dieses Prinzip kann man sich im sogenannten Surround Sound zunutze machen. Wenn man also unterschiedliche Lautsprecher im Raum aufstellt, kann man durch diese Cone of Confusion sowas wie einen Raumklang erzeugen, obwohl die Lautsprecher nicht an ganz definierten Orten sitzen. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Also, auf Ebene des Pons vergleichen wir also durch diese starke Verschaltung zwischen dem linken und rechten Ohr diese beiden Aspekte, nämlich einmal die Lautheit zwischen dem linken und dem rechten Ohr und diese Zeitdifferenz, mit der das Signal an linken und rechtem Ohr ankommt. Wir haben also hier auf dem Pon, auf Ebene des Pons, Nervenzellen, bei denen ein konvergentes Signal anläuft. Hier läuft also Information aus dem linken und rechten Ohr ein. In den lateralen Olivenkernen verrechnen wir die Lautheit, diese Lautheitdifferenz zwischen linken und rechtem Ohr. Das heißt, wir kriegen einen erregenden Eingang von der gleichen Seite, von der ipsilateralen Seite, und einen hemmenden Eingang von der kontralateralen, also von der anderen Seite, und die relative Feuerrate der Nervenzellen in den Olivenkernen gibt dann an, kommt dieses Signal eher von der einen oder von der anderen Seite. In den medialen Olivenkernen haben wir die Verrechnung des Zeitsignals. Da verrechnen wir also, ist dieses Signal erst am einen Ohr und dann am anderen Ohr. Da verrechnen wir also die Zeitdifferenz zwischen unseren beiden Ohren. Und hier jetzt eine lustige Anekdote. Diese Verrechnung der Zeitsignale auf den medialen Olivenkernen wurde entdeckt am Vogel. Hat man also sich bei Vögeln angeschaut, bei Eulen vor allem, um zu gucken, okay, wie können eigentlich Eulen, wie können Vögel diese Orientierung im Raum hinbekommen? Man hat gesehen, okay, wunderbar, wir haben da parallele Nervenfasern, und diese parallelen Nervenfasern haben eine unterschiedliche Verzögerung, und je nachdem, welche Nervenfaser zuerst feuert, so kriegt die Eule es hin, rechts von links zu unterscheiden. Haben Sie gedacht, okay, wunderbar, tipptopp, wir wissen, wie wir rechts von links unterscheiden. Vor ein paar Jahren hat jemand gedacht, Moment mal, hat David McAlpine sich gedacht, Moment mal, schauen wir uns das Ganze doch mal an, wie das beim Säugetier eigentlich funktioniert, und hat herausgefunden, beim Säugetier ist das vollkommen anders.
Das heißt, im Chandri haben Sie, glaube ich, noch die Information stehen, dass die Richtungsverarbeitung auf horizontaler Ebene basierend auf der Interaural Time Difference durch die unterschiedlichen Leitungsgeschwindigkeiten von Nervenfasern, sogenannte Labeled Line Hypothese, kodiert wird. Das ist nicht so. Das ist beim Vogel so, beim Mensch oder beim Säugetier ist es aber nicht so. Beim Säugetier ist es ein bisschen komplizierter. Beim Säugetier haben wir auf den medialen Olivenkernen einzelne Nervenzellen, die wiederum den erregenden und hemmenden Eingang von beiden Seiten miteinander verrechnen. Und aus dieser relativen Aktivierung von erregendem und hemmendem Eingang ein räumliches Signal errechnen. Also dieses Verhältnis von Erregung und Hemmung auf einzelne Nervenzellen der medialen Olivenkerne kodiert diese Interaural Time Difference. Das heißt, diese Lautheitdifferenz und diese Zeitdifferenz kommt bei unterschiedlichen Reizen zum Tragen. Wenn wir statische Reize von einer hohen Frequenz haben, dann ist vor allem diese Verarbeitung in lateralen Olivenkernen basierend auf der Lautheit relevant, also dieser Klangschatten. Wenn wir vor allem bewegende Reize mit einer tiefen Frequenz haben, dann ist vor allem dieses Zeitsignal auf der Basis der medialen Olivenkerne relevant. Was Sie hier mitnehmen sollten, ist, dass wir eben sowohl vertikale als auch horizontale Quelle eines Geräusches basierend auf dieser Verschaltung zwischen linkem und rechtem Ohr analysieren können anhand der Lautheit und anhand der Zeitdifferenz. Und diese Information, basierend auf dieser Information, können wir mentale Repräsentationen unseres Raums erstellen. Wir können also unseren Raum um uns herum hören. Und diese Information, diese auditorische Raumkarte, die wird dann eine Ebene drüber, auf Ebene der inferioren Colliculi, mit dem visuellen System verrechnet, um dann unsere visuelle und auditorische Raumwahrnehmung miteinander zu kombinieren. Das heißt, wir haben auf Ebene der inferioren Colliculi Nervenzellen, die eben vor allem diese Time Difference, diese Interaural Time Difference, die wir auf Ebene der medialen Olivenkerne verarbeiten, die wird hier auf der Ebene der inferioren Colliculi aufgenommen. Und wir haben eben hier Nervenzellen, die unterschiedliche Raumbereiche kodieren. Wir bekommen hier auch Informationen aus unserem visuellen System. Wir haben es in der letzten Woche kennengelernt, dass wir eben auch diese Retinotopie aus unserem visuellen System, bevor die überhaupt zum Thalamus kommt, in den Hirnstamm in die inferioren Colliculi abzweigen, um hier so eine visuelle Raumkarte zu erstellen. Und auf Ebene der superioren Colliculi konvergieren, fließen also diese auditorischen und die visuellen Raumkarten zusammen und erlauben es dann, dass wir Geräusche mit ganz bestimmten Objekten im Raum zusammenbringen, um damit ganz bestimmte Objekte im Raum zu lokalisieren. Sprich, ich habe jetzt gerade vor mir das Auditorium und habe eben hier visuelle Objekte, ihre Köpfe, und ich habe auditorische Objekte hier im Raum. Und diese Konvergenz auf Ebene der superioren Colliculi erlaubt mir eben zu analysieren, okay, wer von Ihnen stellt gerade eine Frage, wer von Ihnen redet gerade. Erlaubt mir also quasi, Objekte genau im Raum zu lokalisieren. Und diese multisensorische Integration zwischen unterschiedlichen Signalen, die ist nicht nur im audiovisuellen System wichtig, sondern die ist auch beispielsweise im visuell-vestibulären System relevant. Das Negativbeispiel dazu ist unsere Sehkrankheit, die haben wir ja schon mal ganz kurz angesprochen, aber das Positivbeispiel von dieser Integration zwischen vestibulären und visuellen System ist, dass sie es schaffen, obwohl sie ihren Kopf drehen, also obwohl sie ihr vestibuläres System aktivieren, ihre Augen einigermaßen auf einen Ort im Raum fixiert bekommen. Sprich, dieses Signal aus ihren Gleichgewichtsorganen wird mit dem Signal aus ihrem visuellen System verrechnet, um eine Stabilität ihrer visuellen Wahrnehmung bereitzustellen. Wir bekommen also ständig die Information
aus unserem vestibulären System über die Lage unseres Kopfes und unseres Körpers, um eben unsere visuelle Wahrnehmung an die veränderte Lage unseres Kopfes anzupassen. Andernfalls würde sich wenn Sie Ihren Kopf zur Seite neigen, auch Ihr Wahrnehmungsbild zur Seite neigen. Wenn diese beiden Signale mal nicht aufeinander passen, wenn also dieses Signal aus dem visuellen und aus dem vestibulären Signal nicht aufeinander passen, dann kommt es eben zur erwähnten Sehkrankheit. Das heißt, wir haben dann eine Störung im Wohlbefinden durch die Bewegung. Das heißt, diese Signale aus dem visuellen, also die externen Reize, die uns eine Information über unsere Umwelt geben, passen nicht zu denen von unserem Kopf, von unserem Gleichgewichtsorgan generierten Signal, die widersprechen sich also und dann reagiert unser Körper eben über die Aktivierung des Hirnstamms mit einer Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin und Vasopressin. Wir aktivieren also unser autonomes Nervensystem und beschleunigen damit zum Beispiel die Magenkontraktion, die dann dazu führt, dass wir Dinge loswerden. Das aber nur als kleinen Exkurs zur Verschaltung zwischen unterschiedlichen Sinnessystemen. Schauen wir uns also mal ganz kurz in der Zusammenfassung nochmal an, wie wir jetzt Informationen aus unseren Cochlea-Ohren in unser Zentralnervensystem reinbekommen. Also wir haben Schallwellen und diese Schallwellen werden auf die Cochlea übertragen. Da haben wir also dann eine Schwingung der Basilarmembran und diese Schwingung der Basilarmembran überträgt sich über eine Aktivierung der Haseneszellen auf das Spiralganglion. Wir haben dann hier eine tonotope Organisation der Basilarmembran, wir haben eine tonotope Organisation des Spiralganglions und diese tonotope Organisation nehmen wir mit in die Medulla oblongata, in die Nuclei cochlearis. Ne? Erinnern Sie sich, dieser ventrale und dorsale Bereich der Medulla oblongata. Wir haben da eine teilweise Kreuzung der Signale, die dann weitergegeben wird auf Ebene des Pons in die superioren Olivenkerne. Erinnern Sie sich wieder dran, Vergleich linkes und rechtes Ohr für die horizontale und vertikale Orientierung im Raum. Dann wird das Signal weitergegeben an das Tectum, an die Colliculi inferioris, Verschaltung mit dem visuellen System, um dann zum Thalamus weiterzugehen, zum Corpus geniculatum mediale, also zum medialen Kniehöcker, der hier das auditorische Signal verarbeitet, nach wie vor tonotop organisiert, um dann mit der Hörstrahlung vom Thalamus in den Temporallappen zu kommen, an die Oberkante unseres Temporallappens, wo unsere auditorischen Cortices liegen. Und damit sind wir auf Ebene des Neokortex angekommen, auf Ebene der auditorischen Cortices. Wir haben es schon kennengelernt, wir haben eine ganz starke Verschaltung zwischen linkem und rechtem Ohr. Das heißt, auch wenn ein Geräusch von rechts kommt, werden immer beide auditorischen Cortices aktiviert. Wir haben im Thalamus eine tonotope Organisation und wir haben auf Ebene des Neokortex eine tonotope Organisation. Wir haben es also genau, wie wir es im somatosensorischen System und im visuellen System schon kennengelernt haben, diese parallele Signalverarbeitung, diese parallelen Bahnen, die kommen jetzt hier in Schicht 4 unseres Neokortex an. Und da eben entlang dieser Area 41, Brodmann-Areal 41, häufig auch Heschelscher Gyrus genannt, die Heschelsche Querwindung, da haben wir dann eben auch wieder eine tonotope Organisation, also dass bestimmte Bereiche für ein ganz bestimmtes Frequenzband relevant sind. Genau wie wir es in den anderen sensorischen Systemen schon kennengelernt haben, haben wir auch im auditorischen System eine Organisation in primären und sekundären auditorischen Kortex. Der primäre auditorische Kortex, der A1, ist der sogenannte Core, also der Kern des auditorischen Systems. Der liegt quasi, ist die Mitte von Brodmann Area 41 und drumherum, so konzentrisch angeordnet, finden wir den sekundären auditorischen Kortex, also den A2. Und genau wie wir es in den anderen sensorischen Systemen schon kennengelernt haben, haben wir auch hier eine serielle Verarbeitung. Das heißt, wir haben hier im auditorischen System genauso eine Weitergabe der Information in einen ventralen und einen dorsalen Bereich. Also genauso wie wir es in den
im visuellen System und im somatosensorischen System schon kennengelernt haben, wird hier diese parallele Information in unterschiedliche sensorische Bereiche gruppiert, die dann weiterverarbeitet werden. Wir haben genauso hier einen ventralen Bereich, der vor allem zur Geräuschidentifikation relevant ist. Da haben wir ein Areal, das werden Sie auch noch bei Frau Nuttmann kennenlernen, das sogenannte Wernicke-Areal. Das Wernicke-Areal, das befindet sich an der Hinterseite unseres Temporallappens. Also unser Temporallappen läuft ja hier an der Seite unseres Kopfes lang und grenzt dann hier hinten an den Okzipitallappen. Und quasi an der Kante, da wo der Temporallappen in den Okzipitallappen überläuft, haben wir das sogenannte Wernicke-Sprachareal, das ganz relevant ist für die Sprachwahrnehmung. Es wurde entdeckt von Herrn Wernicke, nachdem er gemerkt hat, dass Soldaten im Ersten Weltkrieg, die hier durch Schussverletzungen, Läsionen hatten, Sprache nicht mehr wahrnehmen konnten. Die konnten also Sprache nicht mehr verstehen. Im dorsalen Bereich läuft dann eben die Information nicht über den anterioren Temporallappen, sondern über den Parietallappen und wird da eben verschaltet wiederum mit Informationen aus unserem visuellen System, um sowas eben wie beispielsweise das Zusammenfügen zwischen visuellen Objekten im Raum und auditorischer Raumwahrnehmung zu verarbeiten, um dann eben schlussendlich eben im Frontallappen zusammengefügt zu werden zu einer bewussten Wahrnehmung. Gibt es dazu erstmal irgendwelche Fragen noch zu diesen ganzen Bahnen in unserem auditorischen System? Okay, wunderbar. Dann kommen wir als letztes nochmal kurz zurück zu unserem Beispiel von vorhin und schauen uns mal an, woran könnte es jetzt liegen, dass manche von Ihnen Janni und manche von Ihnen Laurel wahrgenommen haben. Ich spiele das Ganze nochmal vor und wir gucken uns nochmal an, was haben wir denn wahrgenommen? Oder auch nicht? Sind Sie sich immer noch sicher? Das ist immer noch gleiche Wahrnehmung. Das war also einigermaßen stabil. Was wir hier unten auf der Abbildung drunter sehen, das ist quasi die Schallwelle dieses Signals. Also hier die Lautsprecher hier in diesem Raum, die vibrieren in dieser Wellenform, die Sie hier in blau dargestellt sehen. Das ist also quasi das Schallsignal, das über die Zeit an Ihrer Cochlea ankommt. Und wenn wir uns sowas wie Sprache anschauen müssen, dann müssen wir uns mit den sogenannten Formanten beschäftigen. Denn Formanten sind die unterschiedlichen Anteile eines auditorischen Signals. Das sind die sogenannten Frequenzkomponenten, also Bereiche eines ganz bestimmten Frequenzes, einer ganz bestimmten Frequenz eines auditorischen Signals. Da haben wir in der Regel einen Gipfel, also da wo die stärkste Energie liegt und dann darüber liegend harmonische Resonanzfrequenzen. Wenn wir uns das Ganze also in der Zeitfrequenzdarstellung anschauen, wir haben jetzt auf der X-Achse Zeit, auf der Y-Achse Frequenz. Sie können sich also vorstellen, wir nehmen dieses Signal und kippen es einmal um 90 Grad. Wir sehen also, wann, zu welchem Zeitpunkt ist in welchen Frequenzen ganz viel Energie vorhanden. Und dann sehen wir diese dunklen Streifen, je dunkler der Streifen, desto mehr Energie ist hier vorhanden. Das sind diese einzelnen Streifen, die nennt man jetzt eben Formanten. Und hier in dieser bunten Darstellung sehen wir jetzt dieses Laurel- oder Janni-Signal. Und was man hier sieht, ist, dass in diesem mittleren Bereich, ich hoffe, Sie sehen meinen Mauszeiger, in diesem mittleren Bereich, da fehlt jetzt so ein bisschen Energie. Wir haben also hier diese tiefen Frequenzen, die sind vorhanden. Und hier in diesem mittleren Bereich, da fehlt so ein bisschen Energie. Das heißt, wir müssen genau diesen mittleren Bereich irgendwie rekonstruieren. So kommen wir ein bisschen an die Frage, die vorhin aufgeworfen wurde, kann denn sowas wie Erwartung unsere Sprachwahrnehmung beeinflussen? Das heißt, dieses Signal, das wir hier wahrnehmen, diese Zusammensetzung aus unterschiedlichen Formanten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich viel Energie haben, das ist ein sehr, sehr ungenaues Signal. Das heißt, das ist kein eindeutiges Signal. Das ist also kein eindeutiges Signal. Wir müssen dieses eindeutige Signal aus den uns
zur Verfügung stehenden Informationen rekonstruieren. Und je nachdem, welche Informationen wir hier zur Verfügung stehen haben, wird eben auch unsere Wahrnehmung beeinflusst. Sprich, dieser Unterschied, dass Sie beispielsweise jetzt sehr viel Janni wahrnehmen und ich sehr viel Laurel wahrnehme, könnte daran liegen, dass an unterschiedlichen Orten hier in diesem Hörsaal unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich gut ankommen. Beispielsweise kommen vielleicht bei Ihnen die tiefen Frequenzen weniger stark an als bei mir und damit wird Ihre Wahrnehmung hin zu den hohen Frequenzen beeinflusst. Genauso könnten Sie es mal überlegen, wenn Sie sich sehr gut vorstellen, dann, okay, das ist, Sie haben eine sehr starke Voraussage, das ist jetzt aber Laurel, ob diese Vorhersage Ihre Wahrnehmung beeinflusst. Also wenn Sie sich jetzt mal ganz gut vorstellen, ich möchte jetzt aber Laurel in diesem Signal hören, können Sie mir überlegen, ob das dann funktioniert. Klappt nicht, Wahrnehmung, Erwartung beeinflusst zumindest Ihre Wahrnehmung nicht. Also, zusammengefasst, diese Sprachwahrnehmung, die beruht eben auf dieser Analyse von unterschiedlichen Frequenzbereichen über die Zeit. Und erfolgreiche Sprachwahrnehmung braucht dann eben sowohl die Wahrnehmung von Rhythmus, also der Aktivierung über die Zeit, als auch von Tonhöhe, also der Sprachmelodie zu unterschiedlichen Zeiten. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie beispielsweise TikTok anschauen, da gibt es diese TikTok-Computerstimme, die so manchmal so Text vorliest, das klingt so ein bisschen komisch, weil hier genau diese Modulation der Sprachmelodie über die Zeit fehlt. Wie das genau funktioniert, wie die Sprachwahrnehmung funktioniert, werden Sie dann in Vaco bei Frau Nutmann genauer kennenlernen. Und wenn Sie das interessiert, wie auditorische Wahrnehmung funktioniert, dann wenden Sie sich an Herrn Kernbach. Das ist nämlich sein Forschungsfeld, wie eigentlich sowas wie komplexe auditorische Wahrnehmung und auditorisches Gedächtnis funktioniert. So, damit haben Sie hoffentlich heute gelernt, wie unser auditorisches System funktioniert, wie unsere Cochlea aufgebaut ist, wie die Signalbahnen verlaufen und wie unser auditorisches System auf neokortikaler Ebene organisiert ist. Gibt es dazu von Ihnen noch irgendwelche Fragen? Ja. Genau. Also die Frage geht danach, warum sind manche Menschen taub? Sie können auf ganz unterschiedlicher, also ganz grob gesagt, können Sie auf der ganzen Ebene dieser Signalbahn Schwierigkeiten haben. Was häufig der Fall ist, ist, dass zwar der Hörnerv vorhanden ist, aber die Verbindung zwischen Cochlea und Hörnerv nicht funktioniert. Also beispielsweise eine Schädigung oder eine Veränderung auf Ebene der Haarsinneszellen haben. Und das ist genau der Punkt, wo dann ein Cochlea-Implantat relevant wird. Beim Cochlea-Implantat wird in die Cochlea ein Draht eingefügt und an diesem Draht gibt es Elektroden. Und diese Elektroden können dann eben entlang dieser Tonotopie des Spiralganglions unterschiedliche Bipolarzellen aktivieren. Und damit können Sie quasi diesen ganzen auditorischen Apparat umgehen, um dann direkt das Spiralganglion zu aktivieren. Natürlich können Sie eine Schädigung des Temporallappens haben, Sie können eine Schädigung des Pons haben, all das kann eben Ihre Wahrnehmung beeinflussen. Allerdings hat eben durch diese starke Verschaltung zwischen linkem und rechtem Ohr führt das seltener zur absoluten Taubheit, sondern eher zu Einschränkungen Ihrer Hörfähigkeit. Also das, was man eben so als klassischerweise als Taubheit kennt, hängt häufig eben mit dieser fehlerhaften Übertragung zwischen Haarsinneszellen und Hörnerv zusammen. Und da kann man eben mit dem Cochlea-Implantat arbeiten. Also auch wenn Sie beispielsweise durch eine Verletzung, durch ein Knalltrauma eine Schädigung auf Ebene Ihrer Haarsinneszellen haben, auch da kann man eben mit dem Cochlea-Implantat gegenarbeiten. Okay, noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sehen wir uns nächste Woche zur letzten Sitzung zu unseren chemischen Sinnen wieder.